Ein gewaltiger Asteroid rast auf uns zu. Aber warte mal, er trifft nicht uns, sondern den Mond und wird ihn in Stücke reißen. Wie würde dieser gewaltige Einschlag aussehen? Würde der Mond bloß in zwei Hälften brechen? Oder in Millionen kleine Teile? Und könnten diese Teilchen das Leben hier auf der Erde auslöschen? Hier ist Was wäre, wenn ein Asteroid den Mond zerstören würde. Bevor es ernst wird, möchte ich dir erzählen, wie der Mond vor langer Zeit einmal fast explodierte. Es war eine laue Sommernacht in England im Jahr 1178. Doch kurz nach Sonnenuntergang wurden die Menschen Zeugen eines spektakulären Phänomens. Eine riesige Flamme loderte um den oberen Teil der Mondsichel und der Mond schien sich in zwei Hälften zu teilen, bevor er ganz schwarz wurde. Zumindest berichten das so die lokalen Chroniken. Du kannst dir denken, dass sich der Mond natürlich nicht geteilt hat. Wäre das, was die Menschen damals beobachteten, tatsächlich ein Asteroideneinschlag gewesen, hätte viel mehr Mondgestein auf die Erde fallen müssen. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen Meteoroiden handelte, der in die Atmosphäre eintrat und direkt vor dem Mond vorbeizog. Das würde auch erklären, wieso er scheinbar in zwei Hälften geteilt wurde. Aber wir lassen uns nicht täuschen oder mit zweifelhaften Chroniken abspeisen. Was würde wirklich passieren? Pass auf, es könnten Felsen vom Himmel fallen. Jedes Jahr schlagen Hunderte von Asteroiden und Meteoroiden auf dem Mond ein. Ohne eine Atmosphäre wie auf der Erde verglühen sie nicht. Selbst ein Meteoroid mit einem Durchmesser von 25 cm könnte auf dem Mond großen Schaden anrichten. 2006 schlug so ein Meteoroid auf dem Mond ein. Von der Erde sah der Einschlag aus wie ein Blitz. Er dauerte nur 0,4 Sekunden, aber schuf einen Krater von etwa 14 Meter Länge und 3 Meter Tiefe. Einst schlug ein 40 cm großer Meteoroid mit einer Geschwindigkeit von 90.100 km pro Stunde auf dem Mond ein. Der Aufprall war so heftig, dass er einen Blitz verursachte, der heller war als so mancher Stern. Das bedeutet, wenn heute Nacht ein Meteoroid einschlagen würde, könnte man den Einschlag ganz ohne Hilfsmittel beobachten. Für einen Augenblick zumindest. Der einzige Himmelskörper aus unserem Sonnensystem, der dem Mond gefährlich werden könnte, wäre Ceres. Er ist das größte Gestirn im Gürtel zwischen Jupiter und Mars. Obwohl er nur etwa ein Viertel so groß ist wie der Mond, gilt er als Zwergplanet. Aber selbst das würde nicht ausreichen, um den Mond in zwei Hälften zu teilen oder ihn aus seiner Umlaufbahn zu werfen. Dazu bräuchte man einen Asteroiden, der fast so groß ist wie der Mond selbst. Doch das hätte gravierende Folgen. Knapp eine Sekunde nach dem Einschlag würde man sehen, wie es den Mond zerreißt. Gewaltige Mengen an Mondgestein würden auf uns zurasen. Einige von ihnen größer als der Asteroid, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war. Der Ausgang wäre aber nicht so dramatisch. Denn normalerweise rasen Asteroiden mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km pro Sekunde durchs All. Beim Mond wäre das etwas anders. Ein Brocken vom Mond wäre viel langsamer und hätte auch nicht diese zerstörerische Energie. Mit etwas Glück hätte ein Einschlag des größten Mondbrockens bloß 1% der Energie eines ähnlich großen Asteroiden. Doch dadurch, dass die vielen kleinen Mondteile in der Atmosphäre verglühen würden, würde man einen gigantischen Meteoroidenschauer erleben. So ein Einschlag würde den Mond auch nicht glatt in zwei Hälften teilen, die dann beide um die Erde kreisen.
Vielmehr würde der Mond in Millionen Teile zerbröseln und wäre Geschichte. Doch selbst wenn er in zwei Hälften zerbräche, könnte es sein, dass wir es nicht einmal merken. Zumindest nicht sofort. Der Asteroid könnte den Mond auch genau zwischen der zur Erde zugewandten und seiner Rückseite teilen. Und man würde ihn immer noch scheinen sehen. Irgendwann würden die beiden Mondhälften der Schwerkraft der jeweils anderen entkommen und als zwei Halbkugeln am Nachthimmel leuchten. So lange, bis sie durch die Schwerkraft wieder in zwei kleinere Kugeln geformt werden. Das würde viele Millionen, wenn nicht Milliarden Jahre dauern. Würde der Mond in Stücke gerissen werden, würde sich unser Nachthimmel in ein funkelndes Sternmeer verwandeln. Die Venus wäre das neue, hellste Gestirn, obwohl sie 14.000 Mal schwächer leuchtet als der Mond. Eine weitere Folge würde unser Leben drastisch beeinflussen. Der Mond sorgt dafür, dass sich die Erde um 23,4 Grad um ihre Achse neigt. Ohne ihn könnte die Neigung bis zu 45 Grad betragen und die Erde würde fast zur Seite kippen. Das bedeutet, dass die Sonne nicht mehr direkt über dem Äquator scheinen würde, sondern über dem Nord- und Südpol. Die Folgen wären extreme Wetterverhältnisse und Eiszeiten, die dann alle paar tausend Jahre auftreten könnten. Selbst die Gezeiten wären betroffen. Diese werden durch die Anziehungskraft des Mondes auf unsere Ozeane ausgelöst. Die Anziehungskraft der Sonne auf unseren Meeresspiegel beträgt nur etwa die Hälfte der des Mondes. Ohne Mond würde der Meeresspiegel sinken. Und das hätte enorme Auswirkungen auf die Ökosysteme. Alle Tierarten, die auf die Gezeiten angewiesen sind, würden noch mehr Lebensraum und Nahrung verlieren. Das könnte viele Meeresbewohner, wie zum Beispiel Meeresschildkröten, wirklich gefährden. Ebbe und Flut sind ein äußerst wichtiger Faktor, um ihren Nachkommen die besten Überlebenschancen zu bieten. Dennoch wäre das alles immer noch besser, als wenn die Erde von einem mondgroßen Asteroiden direkt getroffen würde. Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn?